Wo immer Stars und Sternchen sich ein Stelldichein geben, dürfen sie nicht fehlen. Die Damen mit dem Pinsel. Visagistinnen machen Schönheiten noch schöner. Am Wochenende fand in Lockstedt ein Schminkwettbewerb statt. Die Aufgabe, in 90 Minuten ein glamouröses Make-up zaubern, welches auf jedem Laufsteg besteht. Meine Kollegen Heiko Sander und Alexandra Costa waren dabei. Der ganz tiefe Griff in den Tuschkasten. Ein Glamour-Make-up kann Frauen verwandeln und Männer verzaubern. Mit professionellen Visagistinnen ist dann auch Hollywood nicht weit. Wir machen aus ganz normalen Mädchen Filmstars. So ein Outfit benötigt 3- bis 4-mal so viel Farbe wie beim normalen Schminken. Der Grund, Fernsehkameras und Fotoapparate schlucken viel des schönen Scheins. Und dennoch greifen Profis nicht wahllos in den Farbtopf. Ein Make-up ist keine Maske. Ein gutes Make-up erkennt man daran, dass es wirklich sauber gesetzt ist, dass nichts verschmiert ist, dass der Typ des jeweiligen Menschen unterstrichen ist, dass er nicht verändert wurde. Das ist ganz entscheidend, dass wir den Menschen an sich nochmal mit dem, was er an Schönheiten hat, herausstellt. Ganz bewusst sitzen deshalb auch Laien in der Jury, wie Bildkolumnist Hauke Brost. Ich denke, ein Auge für das, was gelungen ist und für das, was nicht gelungen ist, das habe ich vielleicht auch. Mal gucken, was jetzt noch daraus wird mit den Frisuren. Wenn man die Kleider nachher dazu sieht, kann man da wohl auch noch mehr zu sagen. Licht und Schatten, so wird gemalt, so wird geschminkt. Ein Gesicht ist eine Leinwand, künstlerische Kreativität ist durchaus erwünscht. Was wir nun bei diesem Modell sehr, sehr schön erkennen können, ist halt eben, dass sich die Schülerin nicht nur auf das Make-up beschränkt, was jetzt so das Augen-Make-up und das Lippen-Make-up betrifft, sondern dass sie eben auch noch so ein bisschen Gesichtsbemalung vorgenommen hat. Und ich denke, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. So war sich die Jury denn auch einig. Diese Leistung verdient den ersten Platz mit Preisen im Gesamtwert von fast 1.000 Euro. Da strahlt auch das Model samt preisgekröntem Glamour-Make-up. Noch mehr Infos aus der